Ein Land voller Edelmetall. Ein Land geprägt von Höchstleistung. Ein Land von Herzlichkeit. 53 Weltmeistertitel, 21 Olympiasiege. Das Bergbauzentrum Europas. Die Geburtsstätte des Dollars und die höchstgelegene Stadt Deutschlands. Das traditionsreiche Erzgebirge entführt dich auf dem Stoneman Mirequidi zu einem faszinierenden Mountainbike-Abenteuer voller Emotionen. Der Norweger Olsen war es, der 1896 als Ingenieur der Schmalspurbahn das Skifahren ins Erzgebirge brachte. Mit dem ersten Schnee schnallte er sich Bretter unter die Füße und fuhr damit über den Berg. Der findige Erzgebirger tat es ihm gleich und der Skisport hielt Einzug am Fichtelberg. Schon 1924 eröffnete Deutschlands erste Seilschwebebahn. In Oberwiesenthal brach damit ein regelrechter Skiboom aus. Mit dem Bau der damals modernsten Sprungschanze der Welt etablierte sich wenig später das Wintersport-Elitezentrum. Erik Frenzel, Rekord-Olympiasieger der nordischen Kombination, und viele weitere Leistungssportler aus dem Erzgebirge errangen Sieg um Sieg. Einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten heißt die Stoneman-Gäste herzlich willkommen. Der dreifache Olympiasieger Jens Weißflog. Unter den unvergleichlichen Panoramen des Stoneman verbirgt sich eine Welt, von der in der Renaissance die Wirtschaftsblüte Europas ausging. Seit Jahrhunderten prägen Edelmetalle und Höchstleistungen die Mirequidi-Region. Mit dem Berggeschrei, vergleichbar mit dem Goldrausch in den USA, entwickelte sich Annaberg Buchholz vor über 500 Jahren zum Bergbauzentrum Europas. Bergmänner schlugen riesige Mengen von Gestein aus den Tiefen, auf der Suche nach den reichhaltigen Silber- und Erzvorkommen. Die St. Annenkirche, größte Hallenkirche der Spätgotik Sachsens, ist Zeuge dieser Blütezeit. Der berühmte Bergaltar zeigt eindrucksvoll das entbehrungsreiche Leben des erzgebirgischen Bergmanns. Diesen einzigartigen Zauber des Erzgebirges. Auf dem Stoneman Mirequidi kannst du ihn spüren. In Mirequidi, dem Dunkelwald, schlummern viele Geheimnisse. Die Tiefen der Wolfspingen beherbergen ewiges Eis. Selbst die Verletzten der Völkerschlacht bei Leipzig wurden damit versorgt. Der Route folgend im Tal liegt Jachimov, Prägungsort des Joachimstalers. In der Umgangssprache verkürzt, fand von hier die Währung des Talers weltweite Verbreitung. Als Dollar bis nach Amerika. Vor Jahrtausenden brach das Gebirge auf der Südseite schroff ab und gewährt heute großartige Ausblicke auf das knapp 1000 Meter tiefer gelegene Böhmen. Eindrücke und Bilder des Erlebten rauschen dir durch den Kopf. Die Euphorie sorgt für einen finalen Motivationsschub. An der Stanze, auf dem Gipfel des Fichtelbergs, verewigst du dich ein letztes Mal. Erlebe ein großartiges Mountainbike-Abenteuer in einer faszinierenden Landschaft mit herzlichen Gastgebern in der Erlebnisheimat Erzgebirge. Geh schürfen, hol dir deinen Stein.